Hallo Leute und willkommen zum sechsten Part Napoleon Total War. Ich muss ein paar Dinge sagen. Erstens, irgendwie mit den Safe-Stands hat es ein bisschen gefailt, weil ich diesen Part schon mal aufgenommen habe. Allerdings war die Sounddatei so kaputt, dass jedes Mal, wenn ich sie aufgerufen habe, mein PC abgestürzt ist. Bedeutet, ich konnte sie auch nicht rendern. Und zweitens, habe ich ja schon erwähnt, die Safe-Stands sind ein bisschen komisch. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Safe-Stand das hier ist. Da ich keinen älteren habe, nehme ich mal an, dass das der aktuelle ist. Ich hoffe nicht, dass das der von Part 5 ist. Und selbst wenn er das ist, dann versuchen wir es einfach diesmal ein bisschen aggressiver zu machen, dass es interessanter ist. Dazu haben die meisten geschrieben, ich soll über den Süden angreifen, dann werde ich das auch tun. Werde ich mir keinen Stress mit Schweden und Preußen einfangen, obwohl ich mich darauf jetzt schon vorbereitet habe, aber naja. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte, der erste Part. Ich glaube, das habe ich am Ende vom fünften Part gesagt, aber ich glaube, das hat keiner mehr mitbekommen. Der erste Part Napoleon Total War hatte in kurzer Zeit 301 plus Aufrufe, was ich eigentlich schon immer mal erreichen wollte bei einem Video. Dazu habe ich einen Musketen-Sound-Mod installiert, der den Sound von den Musketen verändert. Wie ihr den installieren könnt, ist in der Beschreibung. Da habe ich extra ein Tutorial gemacht, ein sehr ausführliches. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt eine Schlacht schlagen. Ich denke, das ist die Schlacht, wo wir im fünften Part schon geschlagen haben. Deswegen werden wir uns jetzt zurückziehen. Leider zieht die sich ziemlich fail zurück. Wir werden den Angriff ablehnen. Bedeutet, dieses Mal machen wir es etwas anders wie im fünften Part. Wir werden die Armee jetzt da unten abfangen. Damit wir verziehen uns einfach, wir ziehen uns hier unten rum, greifen jetzt sofort Athen an, damit es die Schlacht um Athen noch gibt. So. Ich würde sagen, die können wir auswürfen lassen, weil ich meine, das muss ich echt nicht schlagen. Die habe ich, glaube ich, mal geschlagen. Jemand hat gesagt, die soll die Provinz nicht zerstören. Nicht ausrauben, beziehungsweise plündern. Allerdings gibt es halt ordentlich viel Geld, das ich brauche. Um eben. Dadurch wird zwar die Wirtschaft in der Stadt komplett zerstört. Allerdings kann ich von dem Geld die Wirtschaft in meinem kompletten Land wieder, ich sag mal, herrichten, was natürlich auch Vorteile bringt. So, dadurch, dass es der Selbststand ist vom fünften Part, den fünften Part hätten wir sowieso sparen können, da der sowieso ein bisschen verpackt ist, den kann man gar nicht richtig angucken. Vor allem habe ich da ja nur die Schlacht geschlagen, die ja jetzt sozusagen überflüssig geworden ist. Ist das nicht allzu schlimm? Dazu habe ich da Geld ausgegeben, dass ich, beziehungsweise im sechsten Part, also, ich meine, den fünften Part mache ich ja jetzt nochmal. Da habe ich Geld ausgegeben, dass ich besser verwenden könnte. Hier können wir mal Weingüter machen. Das gibt Zufriedenheit. Hier in Athen, das ist bestimmt nicht schlecht. Dazu rüsten wir hier den Hafen aus. Aus dem einfachen Grund, da ich ja eine Flotte brauche. Ist ja irgendwie logisch. So, hier können wir jetzt leider keine Gebäude bauen, was irgendwie Armee betrifft. Allerdings können wir hier den Hafen reparieren. Natürlich die ganzen Bildungszentren reparieren. Und, hier brauchen wir mal eine Garnison. Und nächste Runde hier ein großes Arsenal. Und dann war es auch für die Runde. Dann, ja, das habe ich jetzt einigermaßen praktisch gemacht, dadurch, dass ich es eben nicht gleich gemacht habe wie im 5. Part. Und es tut mir wirklich leid, dass es mir so ein Selbststand so gefällt hat. Aber an dem Tag, wo ich das gemacht habe, war sowieso alles ein bisschen komisch. Aber naja, machen wir einfach jetzt so weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den kleinen Fehler. Auf jeden Fall, ich mache den, also eigentlich hatte ich überhaupt schon gar keine Lust mehr zum das Video machen. Allerdings bin ich heute Abend und morgen Mittag weg, weswegen ich kein Video sonst machen kann. Deswegen habe ich gedacht, das bin ich euch schuldig. Dazu hoffe ich, dass es nicht allzu sehr leckt, da ich auszusehen die Grafik höher gedreht habe wie normal, da ich bei dem Tutorial die Grafik auf Ultra gestellt habe. Aber naja. So, dementsprechend brauchen wir hier ja jetzt keine Flotte. Dann können wir hier vielleicht die Wirtschaft noch ein bisschen ausbauen. Die Garnison, die können wir mal umtauschen. Wobei, Nemo muss man nicht umtauschen. Das ist viel zu teuer. Da brauchen wir es lieber neu irgendwo. Okay, hier können wir nichts bauen. Dann gucken wir mal. Trockendock. Was wir hier an Marine rekrutieren können. Ja, hier schon mal gar nichts. Allerdings Handelsschiffe nicht mal so schlecht aus dem einfachen Grund. Ups, keine Schaluppe. Ich will ein Handelsschiff. Ich kann hier keine Handelsschiffe bauen. Naja, dann bauen wir hier mal unser erstes Schiff. Dann können wir nämlich diese ganzen Nachschubdepots hier unten einnehmen. Was wiederum ziemlich viel Geld gibt. Ja, ich bin schon wieder sehr wirtschaftsfixiert. Dazu gucke ich mal, was die Diplomatie so macht. Die verspricht mich heute schon wieder. Das ist ganz schlimm. Jetzt haben wir mal, ich habe 25 angefangen. Da geht der Part jetzt 6 Minuten ungefähr. Ich weiß nicht, wie lange er geht, aber ich schätze jetzt einfach mal. Können wir noch eine Weile machen.
Ach ja, und einer hat unter Video von mir geschrieben, von wegen Yannick, beziehungsweise ich sei auf dem Kanal beliebter wie Yannick, das ist eigentlich nur Schein, da ich halt die ganzen Infovideos etc. mache. Yannick ist natürlich bei seinen Abonnenten, ich sag mal, den Third Age zugucken, natürlich um einiges beliebter wie ich, da ich ja kein Third Age mache, allerdings die Leute, wo Napoleon gucken, bei denen bin ich, sage ich mal, beliebter, da ich ja Napoleon mache und Yannick eben nicht mehr. Also ist das eigentlich relativ, es kommt immer auf die Zuschauer an. Ich würde sagen, die Armee tauschen wir mal gegen die Armee aus dem einfachen Grund, da, wobei, da stellen wir so viel rein wie möglich, da die sich regenerieren müssen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in Städten geht es schneller. So. War doch irgendwas, was wir aufrüsten könnten. Naja, egal. Auf jeden Fall können wir da mal einen General rüberschicken, beziehungsweise gleich die ganze Armee. Hier haben wir das schon ausgebaut. Würde ich mal sagen, lassen wir diesmal ein paar Runden vergehen. Lassen wir ein bisschen schneller vorankommen. Und dann versuche ich diese Runde noch eine Offensive vorzubereiten, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Also ich denke, es gibt jetzt keine Zwischensequenzen. Staatsbeamter stirbt. Nein! Politik. Oh, 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 oh. In meinem Land, das ist ein bisschen instabil, fällt mir gerade so auf. Ein bisschen arg instabil. Wahrscheinlich, weil gerade jemand gestorben ist. Aber naja. Liebt Uniform. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal in jede Provinz, die ich irgendwie irgendwo habe, und rekrutiere da ein paar Milizen. Aus dem einfachen Grund, dass die mal ein bisschen weniger gelb sind. Das wird ziemlich teuer, das merke ich schon. Aber ich brauche es einfach, weil, stell dir mal vor, ich gehe jetzt in den Krieg, meine Truppen sind auswärts, auf einmal kriege ich im ganzen Land auf einmal Revolutionen überall. Ich meine, dann bin ich am Arsch und das sollte man eigentlich verhindern, vor allem in einem Let's Play, wenn nicht so gut, wenn man da drauf geht. Jetzt, Ed. Jetzt nicht. Mein Dad hat mal wieder geklopft. Ich meine, ich bin, keine Ahnung, 5 Stunden durchschnittlich am Tag in meinem Zimmer. Naja, jetzt bin ich schon in die Schule ab, wegen Lernen etc. Okay, ich habe nichts zu tun. Ich bin am Lernen, Hausaufgaben machen und bin froh, wenn mal jemand mit mir redet. Mein Dad kommt nicht. Ich setze mich an meinen PC, mache ein Video. Mein Dad klopft 3 Mal. Mein Bruder, sei still. Naja. Ich hoffe, ihr hört das Lachen nicht allzu laut. Meine Familie, Vaterseits, hat die Angewohnheit, immer etwas lauter zu lachen. Ich weiß auch nicht wieso. Ich meine, die hört man immer, wenn man zum Beispiel im Dorf irgendwo ein Fest ist. Du weißt sofort, wo mein Vater ist. Das hört man 2 Kilometer weit. Naja. Das ist schrecklich, wenn man zum Beispiel schlafen will. Morgens. Ja, okay, ich schlafe da bis um 1 Uhr. Dann meint mein Vater immer, er muss singen. Naja. Genug über die Eltern aufgeregt. Dafür erlauben sie mir eigentlich alles, weswegen ich mich eigentlich nicht darüber beschweren sollte. Aber es nervt halt schon, wenn Leute meinen, sie dürfen im Haus so laut sein, wie sie wollen. Und wenn ich mal ein bisschen Musik höre, dann beschweren sie sich. Beziehungsweise wenn ich spiele, muss ich immer. Also bei meinem Headset kann ich ein Ohr wegklappen. Also von dem Headset. Auf jeden Fall, das muss ich immer weggeklappt haben, weil meine Eltern wirklich erwarten, wenn sie oben stehen und schreien, dass ich das hier unten höre. Klar, wenn ich mein Headset aufhabe, dann höre ich das einfach nicht. Ich meine, ich höre nie laut Musik, okay? Also, ich glaube, ich habe das beste Gehör in meiner Klasse. Ich habe allgemein immer alles recht leise. Aber selbst wenn ich bloß das Headset auf hätte und kein Ton rauskommen würde, würde ich meine Eltern oben nicht hören, da es eben zu weit weg ist und das Headset eben isoliert. Das bedeutet, ich muss immer die ganze Zeit, den ganzen Mittag ein Ohr weggeklappt haben, weil meine Eltern erwarten, dass ich das höre, anstatt mir zu schreiben oder einfach mal kurz runterzukommen. Aber ja, ich sollte mich darüber nicht aufregen. Mir fällt gerade immer auf, dass es ziemlich wenig Länder gibt. Beziehungsweise ziemlich wenig Staaten. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Nächste Runde habe ich schon das nächste Handelsschiff. Mal sehen, wie viel Geld es gibt. 20 Kaffee. Da kann man doch gucken, wie viel das Zeug wert ist. Hier nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Wo ging das nochmal? Ich glaube, hier bei Handel. So, jetzt haben wir es. Handelspartner. Kaffee ist 19 wert, okay? Am beliebtesten ist Elfenbein. 20 Kaffee. Ja, zu viel Kaffee ist halt auch blöd. Gewürze, wie viel sind Gewürze wert? Oh, recht viel. Kaffee.
Kaffee, Gewürze, Elfenbein. Okay, wir müssen ein bisschen nach Spanien runter, dass wir eigentlich richtig Geld bekommen. Aber ich denke, wir können uns mit Kaffee und Gewürze zufrieden geben. Allerdings sollten wir gucken, dass wir nicht zu viel von allem haben. Sonst, das sinkt ja den Preis. Nachschublage brauchen wir jetzt nicht. Die Einheiten rekrutieren sich, beziehungsweise erholen sich hier von alleine. So, Mobilisierung der Massen, das könnte man mal erforschen. Mit der Sophia. Genau, die ist dann in einer Runde wieder repariert. Dann kann sie das erforschen. Dann können wir mal die bessere Kaserne bauen. Dass wir mit einer etwas stärkeren Armee dann eben vorstoßen können. Also ich versuche dann ein bisschen ein paar Einheiten im Land zu halten, falls irgendwas sein sollte. Wobei, das ist doch gut, dass ich im Norden so aufgerüstet habe. Wenn was sein sollte, kann ich mich relativ schnell auf den Krieg vorbereiten. Dazu bin ich hier unten gut vorbereitet. Und ihr solltet schon fast in Moskau auch eine Garnison bauen, falls wirklich Krieg ausbrechen sollte, einer, den ich, wo ich richtig aufs Maul kriege, dass ich hier unten, hier hinten rekrutieren kann. Weil wenn man hier rekrutieren kann, bloß und der Feind erobert die Provinz, dann ist man eben am Arsch. Das ist halt blöd. So. Nochmal ein Handelsschiff. Und hier gibt's auch bloß. Ah, genau, hier war das mit Gewürze. Ist da oben ist auch bloß Kaffee. Wollen wir uns lieber die Gewürze. Irgendwie die in Norddeutschland, sie sagen zu Kaffee irgendwie so Kaffee oder irgendwie so, die sprechen das voll komisch aus. Oh naja. Mit der Fregatte hier beschützen wir einfach mal das Schiff da weiter vorne. Ich denke nicht, dass wir das Schiff hier beschützen müssen. Vor allem haben wir hier keine feindlichen. Wobei ich teile immer im Feind, aber naja. Befallenswerte Handelsroute. Schade, dass ich mit Österreich nicht im Krieg bin. Naja, wobei, es ist gut, aber es wäre finanziell. Also es ist gut, dass ich nicht mit ihm im Krieg bin, aber es wäre finanziell gut, wenn ich mit ihm im Krieg wäre. Und mir ist gerade eben aufgefallen, da ist eine spanische Armee in Österreich. What the fuck? Die ist an meiner Grenze schon fast. Militärisches Bündnis mit Preußen, das nehmen wir einfach mal an. Ich habe ja sowieso nicht vor, mit denen da Streit zu haben. Und vor allem könnten die mir dann sogar helfen. Das wäre natürlich richtig praktisch. Ein Bündnis entsteht. Errichtete Gebäude, Weingüter und kommerzieller Hafen, das ist sehr gut. Was bringt eigentlich ein kommerzieller Hafen? Kann man da schneller rekrutieren oder? Naja, auf jeden Fall kann ich jetzt mehr handeln, fällt mir gerade eben auf. Und hier, was kann man denn hier weitermachen? Trockendock. Wollte ich sagen, bauen wir noch ein paar Handeldinge auf. Aber wahrscheinlich haben die eben nicht diese Handelskapazität zum Handeln. Beziehungsweise Mecklenburg hat wahrscheinlich gar kein, wobei doch, die könnten einen Hafen haben. So. Jetzt gucken wir mal, wie es unseren Ländern geht. Einiges besser schon mal. Ich denke, hier können wir auch wieder Steuern verlangen. Ist sonst ein bisschen blöd. So. Ich würde sagen, wir können ja dann 1,5 Armeen nächstes Mal hier rumschicken und in Sardinien landen lassen, Korsika erobern, Palma erobern, dort wieder ein bisschen was rekrutieren, beziehungsweise die Einheiten eine Runde ruhen lassen, derzeit die Wirtschaft verbessern und dann eben hier angreifen, vielleicht Portugal, Gibraltar schenken, irgendwie so und dann halt eben den Feind von hier unten kaputt machen. Aber was dann passiert, das überlegen wir uns noch. Also ich denke, da bin ich richtig mächtig, dass ich mich auch mit anderen Ländern anlegen kann. Vielleicht die deutschen Städte, wenn es bis dorthin noch welche gibt. Oder halt eben irgendwas Größeres. Mit Österreich möchte ich mich erst ganz am Ende anlegen. Vielleicht kann ich dann Schweden oder so angreifen. Aber ich denke, das sind noch ein paar Parts bis dorthin. Also muss ich mir da noch keine Gedanken machen. Gebäude errichtet, das ist gut. Wo habe ich das jetzt errichtet? Rumänien, das bedeutet, hier kann ich Artillerie rekrutieren, bessere. Welche Steins besser? 12 Pfünder oder 6 Pfünder mit Erfahrung? Komm, rekrutieren wir von allem 1. Und von dem eben 2. So, 4 Einheiten Artillerie, das sollte sowieso reichen. Mit dem beschützen wir das. Wobei, mit dem können wir. Okay, die teile ich nicht mit dem Feind. Die ist neutral. Okay, wäre da jetzt mich eine Handelsroute, hätte ich, also eine feindliche, hätte ich die damit auch überfallen können. Weil, ja.
Ich kann die auch beschützen, wenn sie neben dran steht, müssen ja nicht in derselben Flotte sein. Zur nächsten Runde kriegen wir ein neues Handelsschiff. Und eine Schaluppe bauen ist irgendwie sinnlos. Sie ist ein bisschen schwach, das lohnt sich nicht. So, würde ich sagen, nächste Runde. Wir haben ja gar kein Geld mehr oder so. Wir müssen sowieso Geld sparen, dass ich, wenn ich Mobilisierung der Massen erforscht habe, eben die Kasernen ausbauen kann. So, ja, verdammt, jetzt kann ich euch ja gar nicht den Musketenmod zeigen, aber naja, denn wir könnten euch in einem Tutorial, wo, das hört ihr ihn dann, also da habe ich extra einen Clip reingeschnitten. So, nächste Runde haben wir die Mobilisierung der Massen, das bedeutet, wir überspringen diese Runde jetzt einfach mal, wobei wir haben ein Handelsschiff, das können wir benutzen. Ich würde sagen, wenn man zwei Handelsschiffe benutzt, das bringt dann etwas mehr Geld. Oder? Ja, egal, nee, gehen wir. Setzen wir jetzt einzeln. Die könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das ist. Wenn man mehr Handelsschiffe an einem Handelsposten hat, ob das dann mehr Geld gibt. Ich würde sagen, das war das letzte Handelsschiff, das wir gebaut haben. Jetzt bauen wir bloß noch 38 auf Regatten. Ich denke, gegen die Briten hätte ich keine Chance, was Flotte betrifft. Ich glaube, was haben die? Ich glaube, die haben ein Schiff mit 128 Kanonen oder so. Und ich habe da ein Schiff mit 38 Kanonen. Da könnt ihr euch ja denken, was dann passiert. Das bedeutet, da werde ich die nicht so schnell angreifen. Es sei denn, ich habe es geschafft, Frankreich zu erobern und dann von der Normandie aus in England zu landen. Wäre auch mal ein bisschen, wäre auch mal ziemlich lustig. Okay, Hessen ist frei aus irgendeinem Grund. Oh, Drillschule. Wobei, da brauchen wir keine Drillschule. Die können wir eher hier bauen. Was braucht man eigentlich für das nächste Artillerie? Große Batterien, okay. Erforschen wir das immer als nächstes. Große Batterien, was braucht man dafür? Wie funktioniert das, dass man die großen Batterien erforschen kann? Also muss man da irgendwie draufklicken. Steht da irgendwo, was man dafür braucht für die Dinger? Aber naja, ist ja egal. Was ist das? Möglich Bau von Fregatten, okay. Muss man nicht unbedingt erforschen, was im Bremssegel. Ja komm, das können wir mal erforschen, sind die Schiffe ein bisschen schneller, haben wir einen kleinen Bonus. Wir können allgemein mal gucken, ob wir noch irgendwo über beziehungsweise um Technologien handeln können. Wenn, beziehungsweise versuchen wir jetzt, okay. Die haben alle, plus halt alle ein paar mehr als ich. Zur Mobilisierung der Massen gegen Trockenlegung. Ist bestimmt nicht schlecht. Jawohl, jetzt habe ich Trockenlegung. Das bedeutet, meine Bauernhöfe bringen 10% mehr. Und da ich sehr, sehr viele Bauernhöfe habe, ist das bestimmt recht praktisch. Dazu habe ich eine Technologie mehr, mit der ich handeln könnte. Jetzt gucken wir mal, was wir noch mit Portugal machen könnten. Ja, okay. Der hat keine, wo ich will. Und dem könnten wir ein paar anbieten. Für Geld. Zahlungen einfordern. Machen wir mal 4000, vielleicht nimmt es ja an. Okay, 4000, das ist nicht schlecht. Für ein paar Technologien. Was könnte man hier denn haben? Das können wir mal gebrauchen. Okay, jetzt haben wir ein paar beziehungsweise ein paar Technologien mehr, das ist nicht schlecht. Und ich habe festgestellt, hier haben wir jetzt nichts mehr zu forschen. Dann können wir hier mal die Logistik erforschen. Ah, okay, man muss dieses Gebäude als erstes bauen. Das bedeutet, sobald ich die Drillschule gebaut habe in 8 Runden, können wir also hier diese ganzen Sachen hier, beziehungsweise auch die große Batterie bauen. Das bedeutet, ich baue hier einfach mal zur Vorbeugung ein Gericht, dass ich das hier erforschen kann. Und irgendwo sollte ich noch eine Fabrik bauen. Habe ich jetzt überhaupt irgendwo eine Manufaktur gebaut? Okay, aber da braucht man... Was braucht man da? Armutsgesetz, das habe ich, aber ich habe zu wenig Geld. Da warten wir jetzt noch eine Runde. Da baue ich da eine Fabrik, nur dass ich es nicht vergesse. Ich vergesse sowas immer gern. So, und da bauen wir uns gerade wieder ein bisschen auf. Das bedeutet, wir sind ein bisschen stabiler. Wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Technologie haben jetzt auch einen kleinen Vorsprung wieder.
Alles ganz praktisch. Dazu, achso, das habe ich ja schon gesagt, dass wir stabiler sind, aber das können wir jetzt noch schnell fertig machen. Überall noch ein bisschen gelb ist, können wir ein bisschen was rekrutieren, solange bis das Geld alle ist. So, das müsste erstmal reichen und dann nächstes Mal gucken wir, dass das ganze Land grün wird. Und dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Der war jetzt nicht allzu interessant, da es der erste Part, glaube ich, war ohne Schlacht. Allerdings war auch mal nötig, so ein Part, wo man einfach ein bisschen aufbaut. Ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat und ciao, Leute!